Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Baldur's Gate. Danke, okay, ich habe mich gerade nochmal hier rüber, wo ihr könnt da unten mal gucken, noch was ist. Geschafft. Was ist hier los? Ah ja. Oh, bitte helft mir, sie töten meinen armen Jondal. Wer hat denn da getötet? Die Wolfsmänner, sie uns angreifen, wenn wir suchen nach Wurzeln in den Wäldern. Bitte recht mein Jondal, er war noch so jung. Okay, die Rache soll eure sein, meine Dame. Geht voraus. Das wird wahrscheinlich auch wieder eine Falle sein. Aber trotzdem. Sie dort lang, bitte tötet sie. Ich habe solche Angst. Sagt's ja, die... Jondal, ich habe euch ein Festmahl gebracht. Mhm. Okay, dann... So, zwei gehen ja tatsächlich noch ganz gut. Der hat sogar Magiewiderstand, die Sau. Dreist. Gut, damit hätten wir die erledigt. Und da hätten wir noch ein Haus, okay. Ihr seid keine Hirngespinste, oder? Ah, das. Ich habe keine Zeit mehr damit vergeuden, mit Hirngespinsten zu sprechen. Ja, ist Dadriel. Dadriel. Kann das sein, nach so langer Zeit? Der Klinge von Selune, ich bin gerettet. Kenne ich euch, mein Herr? So, braucht ihr Hilfe? Hilfe? Ich muss fort von dieser verfluchten Insel. Darf ich fragen, wer ihr seid? Vergib mir, ich habe seit Jahrhunderten keine Gäste mehr gehabt. Ich bin, Dradiel, der Magier und kürzlich konvertiert zur Kirche von Selun. Ich war Baldurans Ratgeber auf seinen verwegenen Abenteuerreisen nach, Venturome und darüber hinaus. Es ist schon lange her. Ich lebe hier seit vielen Jahren, allein, bis auf die gelegentlichen Gefechte mit den Erkrankten. Sie haben mich schon seit längerem nicht mehr angegriffen. Sie fürchten mich, scheint es, doch die Jüngeren weigern sich, von ihren Vätern zu lernen. Ab und zu, ich glaube, es ist jede Generation einmal oder so, greifen sie an und müssen dieselben Erfahrungen machen, die die anderen schon vor ihnen, gemacht haben. Ich habe keine Lust mehr auf Schlachten, aber sie sind abwegige, die nicht in diese Welt passen. Ich habe die Vermutung, dass sie davon sogar geheilt werden könnten. Ich schreibe meine Theorien in mein Tagebuch. Das scheint mir zu helfen, in diesem ganzen Schrecken mein Gleichgewicht zu behalten. Okay, cool. Dann, ja, fragen wir ihn mal aus. Wollt ihr damit sagen, ihr seid mit Balduran gesegelt? Mein Auftraggeber würde euch sicherlich gerne kennenlernen. Er möchte erfahren, was geschehen ist. Ihr segelt mit 200 Mann zum fernen Enchrome. Die Hälfte unserer Brüder ließen wir tot an den Ufern des Goldenen Landes zurück. Doch Balduran war ein unverbesserlicher Abenteurer. Er hang einem König ein Vermögen ab als Lösegeld für den verfluchten Fürsten von Enchrome. Wir wurden zurück auf unser Schiff verwiesen und von der ihrer Küste verbannt. Die Macht des verfluchten Fürsten verfolgt uns noch immer. Diese Scheußlichkeiten da draußen sind das Produkt unseres Tun in Enchrome. Der Wind, der uns nach Hause trug, war ein bitterer Wind und wir konnten uns unseres neu gefundenen Reichtums nicht erfreuen. Diese Insel entdeckten wir eher zufällig und wir gingen vor Anker, um unsere schwindenden Vorräte an Trinkwasser aufzufüllen. Ich führte die Landexpedition, während Balduran sich mit dem Rest der Mannschaft daran machte, die Segel zu reparieren und nach frischer Nahrung zu fischen. Meine Truppe war gerade außer Hörweite des Schiffes, als der Fluch seine Wirkung tat. Das Blut befleckt immer noch meine Gewänder. Hm.
Entschuldige, dass ich euch unterbreche, aber doch, euer Gewand sieht ausgesprochen sauber aus für meine Augen. Nein, ich kann es fühlen. Es bedeckt mich. Ah, na gut. Was habt ihr gesagt? Wahrscheinlich der Fluch der Lykanthropie, ne? Sie haben sich natürlich verändert. Es geschah so plötzlich. Wir sprachen gerade darüber, was wir vorhaben, wenn wir zu Hause ankommen. Galan starb als erster, seine Kehle aufgerissen von einem der veränderten Männern. Natürlich konnte ich nicht sagen, wer ihn getötet hatte, denn in ihrer veränderten Gestalt waren sie nicht zu identifizieren. Ich griff nach dem Zauberstab, den ich in meinen Gewändern trug, doch die abscheulichen Gestalten waren zu schnell. Von den 10 Matrosen meiner Truppe waren 7 Lykanthropen. Wir hatten keine Chance. 2 von ihnen sprangen mich an, während sich die anderen an den Leichen der anderen Männer gütlich taten. Mit meinem Zauberstab warf ich einen Blitz und tötete einen von diesen Gestaltwandlern. Der andere Wolf traf mich mit voller Kraft. Ich wurde gegen einen Baum geworfen und bekam nichts mehr mit. Einige Stunden später wachte ich in der Finsternis. Zunächst glaubte ich, ich sei tot. Doch die Schmerzen in meinem Kopf, als ich aufzustehen versuchte, belehrten mich eines Besseren. Überall war Blut. So viel Blut. Die Leiche des Lykanthropen, den ich getötet hatte, lag einige Meter entfernt auf dem zerfetzten Körper von Galan. Mir wurde beim Anblick meines so grausam getöteten Freundes übel. Ich sprach einen der wenigen Zaubersprüche aus, die ich noch hatte, und zwar Unsichtbarkeit, in der Hoffnung, dass die Lykanthropen, sollten sie mich wittern, glauben würden, dass sie nur Leichengeruch wahrnehmen. Der Schmerzen schleppte ich mich zum Strand. Das Schiff war halb versunken in der Brandung. In seiner Seite befand sich ein großes Loch, als ob ein Riese ihn zornig einen Faustschlag versetzt hätte. Auf Deck schwelte ein Feuer und im Licht konnte ich die Leichen der Mannschaft sehen. Ausgenommen und aufgehängt, als wären es Fleischstücke. Angewidert und verzweifelt schleppte ich mich zurück in den Wald. Der Morgen kam und ich erreichte dieses alte Dorf. Diese Hütte war in der sandigen Erde versunken und ich kroch hinein, um mich zu verstecken. Mit meinem letzten Zauberspruch verbarrikadierte ich den Eingang. Nach kurzem unruhigen Schlaf schaffte ich erst die Stelle zu finden, wo die Hütte in diese Höhle gebrochen war. Da habe ich überlebt, mit Hilfe des Wassers des Baches, indem ich mich von den sonderbaren blinden Fischen in dem ruhigen Teich dort lebten, ernährte. In diesen 300 Jahren war Selune mir wohlgesinnt. Sie hat mir einige Zauber und Zaubersprüche gewährt, mit denen ich mein unsicheres Heim besser schützen kann. Ich habe diese Höhlen seit vielen Jahren nicht verlassen, da ich nicht die Kraft habe, mich lange zu verteidigen. Vielleicht könnt ihr ihm abhelfen. Wenn ihr uns dabei helft, die Lykanthropen zu bekämpfen, werden wir euch helfen. Gegen die kräftigen Lykanthropen kann ich euch eigentlich nicht beistehen. Dieses Amulett wird den jüngeren Lykanthropen jedoch davon abhalten, euch anzugreifen. Ah ja, zum Ausgleich für diese Hilfe muss ich euch um einen Gefallen bitten. Spricht weiter, mein Herr. Wir stehen euch zur Verfügung. Wahrhaftig, ich stehe in eurer Schuld. Das Lager der Lykanthropen befindet sich auf Baldurans Schiff. Mein Zauberbuch befindet sich ebenfalls dort. Mit ihm bin ich ein mächtiger Magier. Ohne es bin ich nur ein armseliger Mann, der vor euch steht. Die wenigen Schutzwälle, die ich errichtet habe, sind Mitleidsgaben von der Selune. Meiner Angst und Einsamkeit habe ich mich an die Göttin gewandt. Vielleicht ist meine lange Gefangenschaft nur eine Strafe dafür, die mich der Göttin würdig macht. Ich schweife ab. Wenn ihr mein Zauberbuch wieder erlangt habt, kann ich vielleicht einen Weg von dieser Insel finden. Wenn ihr geht, um das Lager der Lykanthropen zu zerstören, bitte ich euch, mein Buch zu suchen. Okay, wo auf dem Schiff ist das Buch wohl zu finden? Mein Zauberbuch ist in einer Truhe in meiner Kabine. Die Kabine befindet sich neben der von Balduran auf der Ebene direkt unter den Decks. Bitte beeilt euch. Das Amulett ist alles, was ich euch als Schutz gegen die Lykanthropen mit auf den Weg geben kann. Wenn ihr euch ausruhen müsst, möchtet, hoffe ich, dass mein bescheidenes Heim euch dienlich sein kann. Okay, cool. Wolfsbann-Amulett. Da du keins hast. Na gut, du kannst auch keins tragen. Ja, Eisennuten war Wolfsbann genannt. Gut. Dann, ja, nimm du mal eins. Bitte sehr. So.
Hast du irgendwas dagegen, wenn Bin wir euch weit uns mal voraus, Chef. kurz umschauen? Ah, das Rezeptbuch. Rezept und Glübeleien des Drahil von Tee hier. Vorab, ein prächtiger Gugelhupf bringt Freude in den Tag. Die Rezepte wurden für mich alleine gedacht, können die Zutaten nach meiner Lust und Abgaben. Okay, süßer Kuchen mit Tollkirschen. Boah. Außerordentlich giftig, tja. Gemüseüberraschung. So, Olivenöl, Zwiebel, Möhren, Stangensellerie, Kartoffeln dazu, ja, Weißwein. Noch ein bisschen Spinat mit Käse. Heirat zu verlug, okay. Jetzt ist über Fehlschlag. Alles klar. So. Rettung des Junggesellen. Nudeln, kochendes Wasser. Ja, genau. Sehr gut. Ja, klar. Typisch Junggesellengericht. Nudeln und vielleicht noch ein bisschen Ketchup oder Maggi drauf. Das war's dann. Okay. So, wenn wir die jetzt an die Truhe Was gehen, gibt es wollt wahrscheinlich ihr? Ärger, ne? Mit Tollkirschen. Ah, da ist sogar der heilige Umhang. Und ein Stab. Scheint dich aber Ja, großartig o oder nicht allgegenwärtige großartig zu Königin, stören. liebe Person. Dann guck mal, was der Stab. Das 2, ja, ich glaube, der ist ja dann. Wird ja, mehr Schaden machen. Nö, das wird verkauft. Okay. Was habt ihr dieses Mal? Steht ganz oben auf meiner Liste. Achso, warte mal, wenn wir eh da Ja, ich drin kümmere sind, dann mich lass uns, gleich glaube ich, drum. tatsächlich noch mal eine Runde pennen. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Aber ich glaube, das ist das Schiff von den Dings. Haben wir gesagt, vom Oststrand. Ah, dann ist das wohl das Lykantropie-Schiff. Ja. Irgendwas Interessantes noch hier? Nö. Sieht nicht so aus. Gut, gespeichert haben wir. Schauen wir mal rein. Ach du Heilige. Ich glaube, ich buffe mich tatsächlich Ja, ich vorher. kümmere mich gleich drum. Ihr habt gerufen? So. So, einmal Schild. Dann die Hast. So. Ja, was wollt ihr? Ja, ich kümmere So. mich gleich drum.
Kommissar Walk, Schreckenswölfe und so weiter und so fort. Prügelt mal drauf. So, vielleicht die mal noch schnell weghauen. Zack. Okay. Steht ganz oben auf meiner Liste. Das war's mit euch. Ich hab gerade die Tränke ein. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Kann ich euch behilflich sein? Ich tue mein Bestes. So. Alles klar. Memo und mich selbst nach Fallen suchen. Okay, aber ich werde jetzt eh nochmal rasten. So. Sonst hier noch mehr? Na gut, ich meine, auf dem Boot dürfte jetzt nicht allzu viel los sein. Aber das sollte passen. Waffen runtergehen, alles wegprügeln, dann ist gut. So. Was immer ihr braucht. Oh, da müssen wir es also nicht identifizieren. Aber wir pennen ja gleich nochmal eine Runde. Von daher passt das dann. Ja, Mangschosse und noch ein Froststab. Ach, der ist sogar besser. Oder mehr als. Wohl, lass uns den erstmal verwenden. Und dann können wir den verkaufen. So, das geht hier nochmal hin. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Hatte ich noch irgendeiner von euch? Genau, du hast noch Blüten, also Tollkirschen. So. Ah ja, genau, du hast vielleicht deine Feuerpfeile aufgebraucht. Alles klar, dann lass uns mal eine Runde rasten. Ah, okay. Hä? Ja, ich dann lass uns eine Runde draußen rasten. Bin euch weit voraus, Chef. Steht ganz oben auf meiner Liste. So. Ah, warte mal. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich hab genug davon. Okay, mir ist aber nicht. Das heißt, nochmal buffen. Und auf zur zweiten Ebene. Das haben es wieder zu wenig abgekriegt, schade. Gut. Bin euch weit voraus, Chef. So. Das sind jetzt alles Werwölfe. In Ordnung. Mal damit anfangen. So. Bitte die in Ruhe lassen. Danke. Oh,
Oh, Moment. Nein. Na, können wir gleich nochmal eine Runde. Da müssen wir so wegen den Zaubern rasten. Gut, alle platt. Dann darfst du mal nach Fallen suchen. Ja, bevor wir uns dann an die Dinger dran machen. Denn ich verschwinde jetzt. Okay, sonst glaube ich nichts. Na doch. Dann will ich, glaube ich, dass ich da unten nochmal guck, was ist. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ihr zeigt. So, dann hier, ja, guck du doch mal rein. Okay, noch ein Stab. Schnelligkeitsöl. Ganz im Ernst. Ah, du bist zu? Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Machen wir die mal noch auf? Ja, was wollt ihr? Bin euch weit voraus, Chef. Handschuh. Ihr habt gerufen, wie befohlen. Dann können wir die mal anschauen. Ja, komm, geh am besten auch gerade mal da oben hin. Da haben wir nämlich noch ein Dolch. Ein Silberdolch sogar. So, Schatz der Spezialisierung. Ich kann durch Fluchbrunnen wieder. Ah, okay. Der Fesselung. Ah, also nix. Werwolf plus 1. Ging Lykanthropen plus 4. Ja, gut, da ich keinen habe, der mit Dolchen primär kämpft. Ich glaube, die anderen Waffen dann doch besser sind, kommt der wahrscheinlich auch weg. Dann gehen wir mal dahin. So, hier können wir jetzt ja nicht schlafen, ne? Gut, dann gehen wir halt nochmal schnell nach unten. Steht ganz oben auf meiner Liste. Bin euch weit voraus. Wir sind ja schnell wieder hier draußen. Das ist schon ganz praktisch. So, steht alle wieder fit. Oben auf meiner Liste. Bin euch weit voraus, Chef. Dann auf ein neues. Einmal hier voraus, sammeln. Chef. Vielleicht mal so irgendwie platzieren, dass die Hast möglichst viele erreicht. Was immer ihr braucht. Na, guck mal. Ja, oh, allgegen der Autorität verwendet. Oh, ich glaube, der ist schief gegangen, kann das sein? Na gut, ich habe eh keinen mehr. Was habt ihr alles klar. Mal für mich? Bin euch weit voraus, Chef. Ein Wolf wäre. Ist kein Werwolf, sondern ein Wolf wäre. Okay. Heißt die ganze Scheißzeit schon so? Da drauf. So, okay, du bist dummerweise festgehalten. Vampir-Werwolf, aha. Ja, vielleicht haben wir den zuerst mal um. Ich glaube, die Werwölfe sind tatsächlich schwieriger. Aber geht. Alles klar. Damit hätten wir euch platt.
So, jetzt müssen wir tatsächlich dummerweise warten, bis du fit bist. Weil das ja hier alles mit Fallen gesichert sein könnte. Mich kümmert's nicht. Geht ja schon wieder. Denn ich gut. Das ist gesichert, siehst du mal. Das da hinten auch. Ja. So, oh, ein neuer Schild. Sehr gut. Was immer ihr wie befallen. Dann kannst du den nämlich mal gerade identifizieren. Achso, das ist, glaube ich, nur normaler Mittlerer ohne irgendwelche Zauberdinger, ne? Ja. Okay, gut, dann lassen wir den tatsächlich. Du kriegst ein paar Tränke. Du musst dringend nochmal Kugeln kaufen, sehe ich. So. Oh. Zwei Bolzen. Wahrscheinlich habe ich die ja sehr so oft noch nicht gefunden. So, ja, ich glaube, die Haltring kannst du auch mal nutzen. Das ist ja nicht verkehrt. Dann wird nochmal gerastet und dann gehen wir das nächste Deck an. Hm. Ja, was wollt ihr? Steht ganz oben auf meiner Liste. Mitgenommen haben wir jetzt hier alles. Bin euch weit voraus, Chef. Jetzt runter. Steht da ganz geht's oben raus. Auf meiner Liste. Hm, ist doch ein bisschen mehr leiden müssen. Oh. Das sind Werwölfe, oder? Okay. So, okay, das tut jetzt zwar auch wieder weh. Aber das sollte überleben. Steht ganz oben. Gut, versuchen wir nochmal zu rasten. Dieses Mal mit Erfolg. Steht ganz oben auf meiner Liste. Okay. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, ja, da geht's dann nochmal hoch. Okay, was sagt die Uhr? Minuten. Na gut, wenn es nochmal ein Einsamer. Obwohl mit Erkunden und so. Ich glaube, wir machen hier einfach einen Schnitt. Dann schauen wir mal, was uns da in der nächsten Folge erwartet. Wie gesagt, entweder ist es halt nur normaler Raum, wo halt auch wieder so ein paar Werwölfe rumliegen, dann soll das ja in ein, zwei Minuten erledigt sein, aber vielleicht sind ja da auch schon dann die etwas größeren Gegner. Ich meine, so unglaublich hoch war das Schiff jetzt ja nicht. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.